Hallo, im nächsten Video möchte ich ein bisschen auf die Profilstäbe eingehen in der Stückliste. Das heißt, ich habe hier wieder ja meine Stückliste. Ich möchte hier wieder den Export an Excel machen und mir im Grunde genommen mal meine Profilsummenliste anschauen. Das heißt, man sieht hier, ich habe hier zum Beispiel HA 160 und mit dem Werkstoff in den verschiedensten Längen. So. Im Grunde genommen, die Profilsummenliste listet die Profile auf, wie der Name schon sagt. Es gibt dahinter noch eine, ganz hinten eine Profilstabliste, wo auch zeitgleich eine Optimierung läuft. Das heißt, man sieht hier, ich hätte jetzt zum Beispiel 16 Stangen mit 16, mit 6 Meter und der Verschnitt ist relativ hoch. Das heißt, ich möchte hier jetzt einfach eine andere Länge definieren, Profillänge für die Optimierung und möchte einfach zeigen, wie das jetzt, sag ich jetzt mal, möglich wäre. Im Prinzip werde ich hier die rund 20 werde ich auf 3 Meter optimieren, dass man einfach hier sieht, was passiert, was würde mit diesen Längen passieren, weil das sind dann, wären dann Fixlängen und hier möchte ich dann zum Beispiel auf, sage jetzt mal, auf 12 Meter optimieren. Das heißt, wie kann ich das machen? Dies funktioniert wieder über die Vorlage. So wie auch im vorigen Video hat man schon gesehen, im Sys-Ordner habe ich meine Vorlagendatei, die öffne ich hier. So, und zwar hat man hier die Stabeinstellungen und ich möchte hier einen HA 160 mit dem Werkstoff in der Länge, sage jetzt mal, 12 Meter, also 12.000. Die Schnittbreite lassen wir 4,5. Schnittzuschlag lassen wir. Am Anfang möchte ich 10 mm Versatz haben oder kann ich auch höher stellen. Und wichtig ist, ich will diese Stablänge verwenden. Ich kann aber immer nur pro Profiltyp eine verwenden. Das heißt, so wie in diesem Fall stehen für diesen Träger stehen zwei Einträge. Ich kann immer nur einen auf 1 setzen. Ich kann hier schon aufs 2 setzen, aber er würde mir hier in diesem Fall den oberen nehmen. So, dann haben wir hier noch den RD20 in dieser Stablänge. Und hier haben wir gesagt, sagen wir bewusst auf 3 Meter, was natürlich Blödsinn ist, aber mir geht es hier um die Fixlängen. Und den möchte ich auch verwenden. Das heißt, ich sage hier wieder speichern, schließe die und übergib nochmal an Excel. Das heißt, ich schaue mir eigentlich jetzt nur die Profilstabliste an. Das heißt, man sieht hier, okay, ich bräuchte jetzt nur 7 Stangen mit 12 Meter. Der Verschnitt ist wesentlich kleiner geworden, natürlich noch nicht gut, aber man sieht hier die Positionsnummer, also 144 und die Länge. Was müsste ich zuschneiden? Wie müsste ich zuschneiden? Und im Grunde genommen sieht man hier dann, ich hätte hier rund 20, bräuchte ich nur 3 Stangen mit 3 Meter. Aber wenn ich nach unten gehe, sieht man hier, weil ja ich nur 3 Meter Stangen vorgebe, wären hier 4 Stück mit einer Fixlänge definiert. Das heißt, so kann man sich die Optimierung natürlich wesentlich einfacher gestalten. Ich habe hier dann auch noch eine Profilstabzusammenfassung, wo man dann einfach eine Auflistung hat von den Stangen, die benötigt werden. Bei diesen Rundstäben oder Stäben, oder Rundstäben, ja, wird hier kein Wert ausgegeben, weil das Fixlängen sind. Hier sieht man dann auch die Werte, die ich da eingetragen habe und wie viel ich brauche.